So, wir machen jetzt weiter mit dem Hausschuh. Wir haben hier die Spitze beendet. Auf beiden Seiten jeweils immer 2 Maschen abgenommen, bis wir zum Schluss nur noch 4 Maschen hatten. Ist ungefähr lang die Spitze 7 cm. Zum Schluss hatten wir dann nur noch 4 Maschen, die ich dann ein Stück weiter runter gestrickt habe. Ungefähr 15 cm zum Binden der Hausschuhe. Dann die andere Seite. Da nehmen wir jetzt Maschen auf. Da habe ich schon einige soweit aufgenommen. Und zwar 54 Maschen. Wir haben hier 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 4, 25. Also insgesamt wie auf der anderen Seite müssen wir 54 Maschen aufnehmen. Das geht so einfach. Die letzte Reihe durchziehen und die Maschen aufnehmen. Und dann wie auf der anderen Seite auf beiden Seiten je 2 Maschen abketten, bis nur noch 4 Maschen übrig bleiben und wir zum Schnüren das Bändchen nur noch weiter 15 cm lang stricken. So, jetzt sehen wir nochmal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 36, 32, 34, 35, 56, 53 und die letzte Masche 54. So, das stricken wir dann wie hier auf der anderen Seite. Glatt rechts auf der Vorderseite und hinten hintere Reihe links. Wir müssen dann natürlich mit der Abnahme anfangen, nicht vergessen. Auf beiden Seiten immer 2 Maschen abketten. 1, 2 und weiter links runterstricken und auf der anderen Seite dann auch, bis wir zum Schluss wie hier diese Spitze erreichen. Nachdem wir das gemacht haben, werden die Teile zusammengenäht. So, zusammenfalten. Hier an den Seiten von innen zusammennähen und dann kann man den Schuh